Lauf weg! Hilf mir, Steel Samurai! Ich setze das Gute durch und bekämpfe das Böse. Ich bin der Steel Samurai. Steel Hurricane! Heute wird es enden, böser Richter. Stell dich deinem Schicksal, Steel Samurai. Der blasse Mond am Himmel, er verlangt nach deinem Blut. Steel Samurai! Ja! Mach dich bereit, böser Richter. Halt ihn ran! Wo der Vollmond weiß, wie dieser Kampf ausgeht. Einer der beiden ist gefallen, aber wer? Nächste Woche, Rückkehr des Schwarzen Boten. Schaltet wieder ein. Ist die Welt, wie du sie siehst, soll das denn wirklich alles sein? Ist denn die Antwort so klar wie ein Ja oder Nein? Von dem Weg, der vor dir liegt, ist noch kein Ende abzusehen. Doch du weißt, es ist Zeit, endlich loszugehen. Glaub nicht alles, was sie sagen, hinterfrage jedes Wort und präsentier deine Beweise dem Gericht. Egal wie schwer der Fall auch ist, egal ob schuldig oder nicht, es ist erst dann vorbei, wenn man das Urteil spricht. Erheb den Einspruch gegen die Wahrheit, wenn du begreifst, dass irgendwas an ihr nicht echt erscheint. Erheb den Einspruch für die Gerechtigkeit, such nach der Antwort und dann nutze die Gelegenheit. Brich sie aus, lass sie frei, brich die Zweifel entzwei, deck die Widersprüche auf und dann leg ihn ein, deinen Einspruch! Einspruch! Leg ihn ein, deinen Einspruch! Das war echt cool! Steel Hurricane! Hey Nick, was machst du denn da? Na, ich verblute. Was war das eigentlich für ein komischer Kerl da im Fernsehen? Was? Du kennst ihn nicht? Der Steel Samurai, Krieger aus Neo-Tokyo. Die jungen Leute lieben ihn. Und wie alt sind diese jungen Leute? So um die 10? Na, du bist 17. Warum zum Teufel flippst du denn so aus? Du bist halt so jung, wie man sich fühlt. Da wundert's mich gar nicht, dass wir keine Aufträge an Land ziehen. Da kann ich eigentlich auch gleich dicht machen. Ich setze das Gute durch und bekämpfe das Böse. Heute wird es enden. Ein Samurai, Das weckt Erinnerungen. Maya, was rufst du mich denn schon so früh am Mittag an? Der Steel Samurai, soll ich einen Bösewicht erschlagen haben? Was? Aber das ist doch seine Aufgabe, oder nicht? Aber doch nur in der Serie! Ja, natürlich in der Serie. Der Held der beliebten Kinderserie Steel Samurai Krieger aus Neo-Old-Tokyo steht unter Mordverdacht und wurde festgenommen. Hä? Das Opfer ist der Bösewicht der Serie. Der 37-jährige Jack Hammer, der den bösen Richter spielt. Der Held hat also den Bösewicht ermordet und wurde wegen Mordes festgenommen. Und damit gebe ich nun ab zu... Das ist auf jeden Fall gelogen! Der Steel Samurai ist ein Held, der würde niemals jemanden umbringen! Ja, da hast du wohl sicher recht. Ich weiß! Wie wäre es, wenn wir beide diesen Fall annehmen würden? Hä? Wir werden den Steel Samurai verteidigen! Hä? Was? Er sieht ja aus, wie aus dem Zoo entlarven. Das ist Will Powers, der spielt den Steel Samurai. Nimm's mir bitte nicht übel. Aber ich glaube, er war's. Aber du wolltest ihn doch verteidigen.
Jawohl? Sie beide übernehmen also meine Verteidigung. Es ist wirklich lieb von Ihnen. Ich bin Ihnen zutiefst dankbar. Setzen Sie sich doch bitte wieder hin. Entschuldigung. Ich weiß, ich bin kein schöner Schauspieler. Deshalb entschied ich mich, als ich die Rolle des Steel-Samurai erhielt, bis zum Ende der Serie mein wahres Gesicht zu verbergen. Ich wollte nicht die Träume der Kinder zerstören. Und dennoch... Wie konnte so etwas nur passieren? Was sollen die Kinder nur denken, wenn sie den Steel-Samurai sehen? Er ist doch kein so schlechter Kerl, Nick. Ja, sieht ganz so aus. Ich denke, er war's nicht. Erzählen Sie mir zunächst bitte, was genau geschehen ist, Mr. Powers. Ja, jawohl. Es war so. Am Morgen hatten wir für eine Kampfszene geprobt und danach gab es Mittagessen. Anschließend hielt ich in der Garderobe ein Nickerchen. Ich habe total verschlafen und war zu spät zur Probe. Ich rannte zum Studio und dort schauten alle total entsetzt. Jack Hammer lag dort tot auf dem Boden in seinem Kostüm vom bösen Richter. Man hatte ihm den Samurai-Speer direkt ins Herz gestoßen. Den Samurai-Speer? Das ist die Waffe des Steel-Samurai. Er hat den Samurai-Speer immer bei sich. Danke, Miss Fangirl. Ich war ganz überrascht und stand da wie erstarrt. Dann hat man mich festgenommen und hierher gebracht. Keine Sorge, auf uns können Sie sich verlassen. Nicht wahr, Nick? Schauen wir uns doch mal im Filmstudio um. Hier wird also das Steel-Samurai gedreht. Ich bin ja so aufgeregt. Stehen geblieben, ihr zwei. An mir kommt ihr nicht vorbei. Ich bin hier für den Wachdienst tätig. Und mein Job ist es, Gaffer wie euch von diesem Gelände fernzuhalten. Also, wir zwei sind... Schaulustige, die von dem Mord gehört haben und jetzt auf dem Gelände rumschnüffeln. Diese Kinder von heute sind echt eine verdammte Plage. Zu meiner Zeit herrschte noch Zucht und Ordnung. Ihr müsst wissen, ich war damals echt eine flotte Biene. Ach, es ist wirklich traurig. Jack Hammer war der wahre Star dieser Serie, wenn ich diesen Powers in die Finger kriege. Sie sehen das falsch. Wir sind die Anwälte von Mr. Powers und wollen den Tatort untersuchen. Eine billige Fälschung. Das Ding ist echt! Nicht mit mir, Freundchen! Als ich neulich im Supermarkt war, lag sowas in der Grabbelkiste rum. Und da dachte ich mir noch, das ist ja sau teuer. Und dann habe ich mir Mandarinen mitgenommen. Isst du gern Mandarinen? Nein, tust du nicht. Aha, gut zu wissen. Du kriegst nämlich keine. Was ist denn hier los? Hey Junge, du schon wieder? Inspektor Schwankopf! Maja, er heißt Dreckschlammschuh. Das ist ja nicht zum Aushalten! Schreibt's euch gefälligst mit! Mein Name ist Dick Kammschuh! Was für ein Lärm. Ihr beide seid also die Verteidiger von Will Powers, hä? Huh? Genau. Da habt ihr euch ja was eingebrockt. Der Typ ist auf jeden Fall der Mörder. Ich zeig euch das mal. Hey, Übersichtsplan, wo war denn das Studiopersonal? Hier. Und die Leiche wurde dann hier entdeckt. Das heißt, der Täter muss vor dem Mord auf jeden Fall hier vorbeigekommen sein. Und Powers ist nun mal der Einzige, der hier durchgelaufen ist. Und ich hab's genau gesehen. Was sollen wir jetzt nur tun, Nick? Wenn es stimmt, was Sie da sagen, muss Powers es doch gewesen sein. Ein Eindringling, schnappt ihn euch! Eindringling? Hey, seid ihr Führer nicht Polizisten? Also... Hey, ich bin doch bloß ein Anwalt. Na klar, als könntet ihr mich fassen. Na? Was sage ich? Ihr meint ja nichts zu nichts zu gebrauchen. Der Weg zum Ruhm. Er scheint den Steel-Samurai ja echt zu vergöttern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist echt nicht mein Job. Inspektor, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir das Studiopersonal befragen? Powers gab an, in der Garderobe ein Nickerchen gemacht zu haben. Vielleicht hat ihn ja jemand gesehen. Ah, tobt euch ruhig auf dem Studiogelände aus. Die Polizei hat sowieso schon alle Zeugen und Beweismittel überprüft. Dass du das letzte Mal gewonnen hast, war sowieso nur ein Zufall.
Bei diesem Fall wird Staatsanwalt Edgeworth dir auf jeden Fall seine wahre Macht demonstrieren. Du erringst einen Sieg nach dem anderen. Beeindruckend. Vielen Dank. Umso mehr wirkt sich die kürzliche Niederlage aus. Es tut mir wirklich sehr leid. Verwirf dein Mitgefühl. Es zählt nur der Schuldspruch. Jawohl, Herr von Karma. Wir können Powers Alibi leider nicht nachweisen. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht hat er es ja wirklich getan. Wenn du auch nur denkst, dass er es gewesen sein könnte, dann hau ich dir die Steel Hurricane um die Ohren. Lass das lieber, sonst stehst du am Ende gleich nochmal wegen Mordes vor Gericht. Das Gericht verhandelt heute den Mordprozess gegen Will Powers. Die Anklage ist wie immer bereit, Euer Ehren. Die Verteidigung ist ebenfalls bereit, Euer Ehren. Es ist unglaublich, dass wir uns schon wieder gegenüberstehen. Mr. Edgeworth, verlesen Sie bitte die Anklage. Der Angeklagte in diesem Verfahren, Will Powers, hat in den Global Studios den Schauspieler Jack Hammer ermordet. Wir haben Beweise, dass niemand sonst dies hätte bewerkstelligen können. Die Anklage wird an seiner Schuld keine Zweifel lassen. Das war alles. Schauen Sie bitte auf die Monitore. Vor dem Mord waren folgende Personen im Filmstudio. Das Opfer, der Angeklagte und diverse Studiomitarbeiter. Um 12 Uhr befanden sich alle hier. Dem Autopsiebericht nach verstarb Hammer nachmittags um etwa 14.30 Uhr. Kurz davor sah die Wachfrau der Global Studios, wie Powers ins Studio ging. Danach ist bis zum Fund der Leiche um 17 Uhr nicht eine Person dorthin durchgekommen. Oh. Dann rufe ich die Wachfrau, die ihn dort sah, in den Zeugenstand. Ihren Namen, Zeugin. Ja, was bist du denn für ein Schnuckelchen? Da pocht mein altes Herzchen wie wild. Ihren Namen bitte. Ach, nun zier dich doch nicht so. Nenn mich einfach Großmama. Ihren Namen. Wendy Oldbeck. Aber die meisten nennen mich einfach nur die Alte. Sogar schon damals in der Schule. Das war gemein, sage ich euch. Aber als dieser Junge aus dem Schachverein in der Mittelschule mich dann auch noch Alte nannte, da habe ich echt weinen müssen. Euer Ehren, ich hebe Einspruch gegen das Geschwätz der Zeugin. Einspruch stattgegeben. Zeugin, hören Sie bitte auf, so geschwätzig zu sein. Dabei wurde es doch gerade erst richtig interessant. Wow, die Alte bringt selbst Edgeworth aus der Fassung. Warte, bis sie von ihren Mandarinen anfängt. Sie sagen, Sie haben den Angeklagten Will Powers gesehen? Ganz recht. Ich stand in der Zeit von 13 bis 17 Uhr die ganze Zeit am Haupteingang. Und ziemlich genau gegen 14 Uhr ist Powers dann auch ins Studio gegangen. Und es war wirklich Powers, den Sie dort gesehen haben? Sehschärfe meinen Augen ergibt zusammengerechnet 2,0. Das rechnet man nicht zusammen. Es gibt sogar ein Foto davon, aber... Ich wurde gezwungen, es Inspektor Dummschuh da auszuhändigen. Das heißt Gamschuh! Außerdem Schuh stimmt da ja gar nichts. Es gibt also ein Beweisfoto? Jawohl! Am Tor befindet sich eine Kamera. Ein Bewegungssensor erfasst vorbeigehende Passanten und die Kamera macht ein Foto von ihnen. Zu meiner Arbeit gehört es auch, am Monitor zu sitzen und die aufgenommenen Bilder zu sichten. Was machen wir nun, Nick? Wir wissen nichts von diesem Foto. Wenn Powers wirklich auf diesem Foto ist, dann wäre das ein entscheidender Beweis. Inspektor, zeigen Sie uns bitte dieses Bild. Aber... Was soll das denn sein? Einspruch! Wo ist das denn bitte Powers? Man sieht doch sofort, dass das Powers ist. Nicht wahr, Herzchen? Stimmt. Also ich sehe ihn nicht. Powers mag ja der Steel-Samurai sein. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er auch in der Verkleidung gesteckt hat. Einspruch! Es tut mir leid, aber das ist auf jeden Fall der Angeklagte. Nicht wahr, Zeugin? So ist es! Und jetzt schauen Sie mal genau hin. Er zieht auf dem Bild sein Bein nach. Sein Bein? Am frühen Morgen übten die beiden für eine Kampfszene.
Und bei eben dieser Szene ist Powers gefallen und hat sich sein Bein verdreht. Und seine geliebte Requisite war kaputt. Eine Tragödie, sage ich Ihnen. Sagen Sie, wer war bei der Probe? Also, da war zunächst einmal Will Powers. Dann kam noch Hammer dazu. Ich habe den beiden zugesehen und... Ja, und weiter? Gar nichts weiter. Es waren nur wir drei anwesend. Hey Nick, sie wollte doch gerade etwas sagen, oder? Sie sagten, dabei ging eine Requisite zu Bruch? Ja, der Samurai-Speer war völlig hinüber. Ich habe ihn dann geflickt. Ein bisschen Tape und er war wie neu. Tape? Hey, ich hab's total schön rumgewickelt. Und während dieser Kampfprobe hat sich der Angeklagte also am Bein verletzt? Ganz genau. Auf dem Bild ist doch wunderbar zu sehen, dass er sein verletztes linkes Bein nachzieht. In der Tat. Verfluchte alte Schachtel. Moment mal. Aber ist außer dem Samurai wirklich niemand sonst dort vorbeigekommen? Einspruch! Das hat sie doch bereits ausgesagt. Setzen Sie die Zeugin doch nicht mit wiederholten Fragen unter Druck. Ja, genau. Gib sie richtig, Edgy-Boy. G-Boy? Schauen Sie sich das an. 9. Mai, 14 Uhr, Foto Nummer 2. Wenn dies das zweite Foto dieses Tages ist, muss es noch ein erstes geben. Ach so, ja. Ein Bild habe ich gelöscht. Was? Warum das denn? Bilder, auf denen nichts Verdächtiges zu sehen ist, lösche ich eben. Das ist mein Job. Nichts Verdächtiges? Und was genau war auf dem ersten Foto? Cody Hackins. Hackins? Ein verrückt gewordener Fan des Steel Samurai. Ein richtig verzogener Rotzlöffel. Der Kanal in der Nähe der Garderobe führt nach draußen. Und so kommt das Balg immer rein. War das nicht dieser Junge von gestern? Genau. Und wäre er nicht abgehauen, hätten wir jetzt auch noch einen zweiten Mordfall zu verhandeln. Mal überlegen. Der müsste etwa in der zweiten oder dritten Klasse sein. Die Mordwaffe, dieser Samurai-Speer hier, wiegt in etwa 15 Kilo. Würde mich wundern, wenn er den stemmen könnte. Einem unschuldigen Jungen einen Mord anhängen wollen. Wie verabscheuungswürdig und erbärmlich von Ihnen. Das habe ich doch nie so gesagt. Na und? Der Bengel hat halt mit dem Fall nichts zu tun. Also habe ich das Foto wieder gelöscht. Das Kind, das sich in die Studios geschlichen hat, kann dann wohl nicht der Täter sein. Und das bedeutet, außer dem Angeklagten konnte niemand die Tat verüben. No. Dies sollte als Beweis genügen. Ich verlange die Verurteilung des Angeklagten, Will Powers. No, nicht doch. Aber Nick, Gute, nimm doch etwas dagegen. Ich mach ja schon. Wenn es da nur noch eine Person gäbe, die ebenfalls den Mord begangen haben könnte, dann könnte ich etwas Zeit gewinnen. Dann nimm doch einfach irgendjemanden. Es muss jemanden gehen, der Täter sein könnte. Du stellst dir das ja einfach vor. Noch jemand, der den Mord begehen konnte. Eine Person, die verkleidet als der Steel-Samurai in das Studio hätte gehen können. Nun denn, dann werde ich jetzt das Urteil verkünden. Einspruch! Der Angeklagte ist nicht der Einzige, der diesen Mord hätte verüben können. Es gibt noch jemanden. Das muss wohl ein schlechter Scherz sein. Und wer soll diese Person sein? Es ist... Es ist... Es ist Großmama! Nein. Doch! Oh! Was? Wie bitte? Der Steel-Samurai auf dem Bild schleift sein Bein hinterher. Also muss der Täter von der Verletzung gewusst haben, die sich Powers am Morgen zugezogen hat. Und wer hat uns selbst gesagt, dass sie bei der Kampfprobe dabei war? Das waren Sie, Miss Oldbag. Sie haben alleine vor dem Haupteingang Wache gehalten. Das bedeutet, Sie haben kein Alibi. Sie haben Ihren Posten verlassen, schnappten sich das Kostüm des Steel-Samurai und gingen zum Tatort. Du stellst mich also unter Mordverdacht? Du undankbares Würstchen. Ich wüsste nicht, wofür ich dankbar sein müsste. Zumindest kann man diese Möglichkeit nicht vollkommen ausschließen. Ruhe im Gerichtssaal! Aber warum sollte sie dafür extra ein Kostüm getragen haben? Damit überlistete sie die Überwachungskamera. Wie Inspektor Gamschow bereits erwähnte, macht diese automatisch Fotos von Passanten. Um nicht darauf erkannt zu werden, trug sie das Kostüm. In der Tat, das ist eine Möglichkeit.
Vielleicht wäre es angebracht, diesen Sachverhalt erst einmal aufzuklären. Mr. Edgeworth? Jawohl. Nehmen Sie großem... ich meine die Zeugin vorerst fest und führen Sie weitere Untersuchungen durch. Die Anklage sieht keinen Grund für ein vorschnelles Urteil. Wie Sie wünschen. Nick? Sie tut mir ja leid. Aber so konnte ich uns wenigstens einen weiteren Tag verschaffen. Dann vertagen wir also die Verhandlungen. Einspruch! Wenn ihr mir schon sowas vorwerft, dann hab ich aber auch noch was zu sagen. Denn Großmama hier hat euch noch viel mehr zu erzählen. Zeugin? Was soll das? Ich muss zugeben, es gibt etwas, das ich möglichst verschweigen sollte. Verschweigen? Wie bitte? Genau. Sperrt schön die Lauscher auf. In dem Filmstudio waren zum Zeitpunkt des Mordes noch mehr Anwesende. Unfassbar! Davon weiß ich nichts. Dieses Verfahren scheint noch längst nicht vorbei zu sein. Einspruch! Der Stil-Samurai-Fall wird immer verwirrender. Wie heißt noch gleich der Leitspruch des Stil-Samurai? Ich setze das Gute durch und bekämpfe das Böse. Genau, ich gewinne nicht aus Stärke, sondern weil ich gerecht bin. Nur das Streben nach Gerechtigkeit eröffnet einem neue Wege. Doch auf diesem hier erwartet uns eine böse Überraschung. Finde die Widersprüche, greife nach der Wahrheit. Nächstes Mal, Wandel des Samurai, zweite Verhandlung. Nimm das! Hey Junge, jetzt kommen die Outtakes! Hey Nick, wach auf! Es ist was Schreckliches passiert! Mach den Fernseher an! Schnell umschalten. Ich bin doch hier das Opfer. Gerichtsverhandlungen als Fernsehsendung? Wer kommt denn auf so eine blöde Idee? Hey Nick, wach auf! Es ist was Schreckliches passiert! Mach den Fernseher an! Die jungen Leute lieben ihn! Und wie alt sind diese jungen Leute? Lauf weg! So um die 10? Ich bin eine Stocke. Jawohl, Herr von Karma. Haben Sie denn auch Namen für Ihre Riesenmelonen? Ihre Möpse brauchen einen eigenen Übersichtsplan. Sehschärfe meiner Augen ergibt zusammengerechnet 0,0. Ich bin schon mit Glasknochen geboren worden. Jeden Morgen breche ich mir ein Bein und jeden Nachmittag einen Arm. Und nachts leide ich unter Schmerzen, bis mich meine Herzattacken einschlafen lassen. Nimm's mir bitte nicht übel. Aber ich denke, er war's nicht. Was? Inspektor Schwankopf! Hieß er nicht Dick Kamschott? Ich bin noch kein Pornodarsteller! Bei diesem Fall wird Staatsanwalt Itch... Ekeln diese widerlichen neumodischen Smartphones Sie auch an? Haben Sie die Schnauze voll von jungen Hipstern, die nur nach unten schauen, wenn sie die Straße passieren? Dann haben wir das Richtige für Sie. Altes Klapphandy. Denn mit Altes Klapphandy erleben Sie die Vorzüge des letzten Jahrzehnts noch heute. Polyphone Klingeltöne. Wochenlange Akkulaufzeit. Keine verheerenden Explosionen. Und Tasten. Altes Klapphandy. Von den Machern von umweltverschmutzendes Benzinauto und Schreiben mit Stift und Papier.